get. Au. Es muss doch jetzt mal zu Ende sein mit dem Level. Findest du nicht auch? Es wird niemals zu Ende sein. So. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, da ist das letzte, was wir machen müssen. Sollen wir das denn machen? Wie was alles andere machen? Kaputt hauen. Okay, ich habe ehrlich gesagt gedacht, ich wäre schon eher tot. Okay. Nein, der Hubschrauber hat mich geil. Warum? Boah. Nein. Ich habe ein Reaktionsvermögen wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Oh man. Ich glaube, da hat Pam Pam jetzt voll lange sitzen. Aber wenn ich das allein geschafft habe. Wir müssen nur herausfinden, was wir machen müssen. Ja, es ist irgendwie umbringen. Ich bin tot. Ah, ich glaube, wir müssen auf die Finger drauf. Aua. Was soll man das denn machen? Oh, ungefähr so. Ja, toll, was soll ich mit dem machen? Oh, ja, genau. Okay. Alles gut. Jetzt da direkt Feuer. Nein! Ja, du bist runtergefallen. Oh, ich bin runtergefallen. Ja. Ja, ich bin tot. Das ist so viel, Mann. Na, ja, wollte ich doch gerade sagen, das schaffen wir nie im Leben. Nein! Na, wie jetzt schon. Rolander! Warum? Ah, jetzt hat's schon mit meinem Himmel geregnet. Ja. Komm mal aus der Luft. Okay. Und wir sind zu dritt, schaffen wir. Ich glaube, du holst hier mal andere Leben, ne? Ja. Ich denke mal, mit Bill komme ich hier überhaupt nicht weit. Oh Mann, jetzt kriege ich auch eine Machete. Okay, funktioniert nicht. Boah, ja. Nee, geht da durch. Irgendwie wird der Kopf aber nicht kleiner. Rolander! Ich hol dich. Hilfe! Mal.
bin ich denn? Ich hab mich gar nicht mehr gesehen! Mal, mach doch mal ein Ding. Ah. Mach mal runter. Oh Gott, das macht ja nichts an Schaden. Ja, hab ich mir gedacht. Nein. Ja, wir müssen doch den Körper. Müssen wir nicht doch den Körper kaputt machen? Weiß er nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, mir kommt der Kopf ja nicht tiefer. Aha. Sah jetzt ganz so aus, als ob er das Bein verloren hätte. Ah. Ah. Okay. Okay, wir müssen den Körper kaputt machen. Erstmal. Ja. Deswegen hat er auch keinen Schaden genommen, als ich ihn angegriffen habe, glaube ich. Ich hab's überlebt irgendwie. Okay, auf den Körper dann. Auf den Körper. Was ewig lange dauern wird. Oh, warte. Nein, nicht da einschubsen. Nein, bin gestorben. Jetzt schon. Irgendwie wäre das, wenn ich das allein geschafft habe, dann schaffen wir halt auf jeden Fall zu zweit. Dann möchte ich immer nur noch anmerken. Ja. Das ist einfach aber echt so schwer, ey. Ja, weißt du, man kann es ja auch übertreiben. Ja, so ein bisschen. Vom Laser getroffen. Nein. Aber direkt laufen. Das mache ich auch immer. Direkt nach rechts. Oh, danke schön. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf. Nein!
bin sicher gestorben. Let's do this! Oh, Indiana Jones. Okay. Ich weiß gar nicht, warum man überall lachen muss. Es passiert einfach viel zu viel auf dem Bildschirm. Oh, kam nicht weg. Oh, das könnte vielleicht doch ein bisschen dauern. Ja. Meine ich ja. Muss noch genug sein. Oh Mann! Ich hab keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Nein. Gleich Zeit verlangsamen hilft. Ja. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Dann lass mich dir da einen neuen Pro einsammeln. Nein. Nein. Also es ist auf jeden Fall auf die Dinger da zu landen, auf die Füße von dem, finde ich. Ja. Dann kannst du oben die Dinger mal treffen. Ich will nicht Ironheart sein. Aber wenn ich schießen gedrückt hatte, die Cutscene beschleunigt. Vielleicht müssen wir doch den Kopf erledigen. Ja. Ich hab ganz schön Schaden gemacht. Ja, dann müssen wir auf die Füße von dem. Ich kann den aber nicht so richtig erreichen. Nein. 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 Lass mal schön auf den. Auf. Aber ja, es ist nur der Kopf, den wir angreifen müssen. Ja, machen wir das dann. So, Riesen gedrückt halten. Boom, schnelle Cutscene. Nein, der hat mich da untergeschubst. Nein, der hat mich zu Tode geschubst. Oh, ich bin auch blöd. Wir können einfach da hochklettern. Stimmt, da war ja was.
Dann meine ganze Runde damit. Ja, mit dem Kopf angreifen ist, glaube ich, sehr viel schneller. Ja. Wenn ich dann hochkommen konnte. Snake Broskin. Mein Gott. Ja, was soll ich mit dem machen? Außer Freedom schreien. Er kommt runter. Snake Broskin. Bin tot. Hey, jetzt können wir die Füße nutzen, um da irgendwie hochzuklettern. Ja, wenn ich wieder hoch, wenn ich mich mal hochlassen würde. Freedom? Mach hoch! Du hast kein Freedom. Du hast kein Freedom mehr! Mach hoch! Ja, okay. Mach hoch! Mach hoch! Nein! Das gibt's einfach nicht. Das war eine Bredouille, ja. Ja. Okay, fällt er dann den seinen Kopf ab? Ja. Oh oh. Nein. Nein. Ich krieg ordentlich Schaden. Oh. Nein! Nein, wir hatten ihn doch schon zur Hälfte. Jetzt machen wir noch die andere Hälfte. Hubschrauber. Ja, Hubschrauber. So, ich schnell. Also. Ja, genau, stimmt. Nein, die haben meinen anderen Bruder erledigt. Mit Ambo. Oh. Bei mir ist noch einer am Leuchten. Hi. Auf da. Nach hinten. Wer ist denn das? Weiß ich nicht. Der ist kacke. Nein. Käfige manchmal kaputt. Ich finde, der sollte sich selber Schaden machen, wenn er diesen Atem macht. Das klingt doch nur fair. Oh, Zeitstopp. Don't mind if I do. Nein, ich bin tot. Nein. Hab gar nicht den Dings geholt. Ja, ich wollte es. Nein.
Weg! Okay, das war schon ein sehr schlechter Start. Ja. Kann er sich wagen, Amerika in den Weg zu stellen? Ja! Was fällt denn eigentlich ein? Oh, guck mal, wie viel Schaden ich mache. Ja, guck mal, fertig! Immer drauf! Immer drauf! Ja, fertig! Nein, komm schon. Down. Warum geht der Kampf immer noch weiter? Nein! Geht der Kampf noch weiter? Weiß es nicht! Dann hol mich erstmal wieder! Entschuldigung, Mr. Satan, Sie sind tot. Können Sie bitte reiken? Oh. Nein, ich verstehe es nicht. Ich glaube, er muss doch runterfallen irgendwie. Seh mich nicht! Oh. Ah. Mr. Satan, könnten Sie bitte verrecken? Ja, wir haben jetzt lange genug darauf gewartet. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Naja, auch nicht. Also ich will jetzt einfach mal so behaupten, wir müssen hier jetzt noch runter, irgendwie runterstoßen. Aber ich kann nichts sehen da unten. Wir müssen den restlichen Ding da kaputt machen. Oh Mann. Warum muss es so kompliziert sein? Schau ich noch nie im Leben. Ich geh nicht in die Mitte. Ich geh nicht in die Mitte, ich bin schon gestorben dadurch. Oh mein. Ey, das ist doch... Wir haben den Kampf gewonnen! Aber wir haben es nicht richtig gemacht. Keine Ahnung. Aber warte, du. Mr. Satan, Sie haben geschubbelt. So gut statt kriegen wir die wieder. Der macht einen Rundgang. Ich hab das nie im Leben.
Ach was, guck mal, wie viele Bros da noch sind. Dass man wieder belebt werden würde, ne? Ich habe noch zwei Leben. Boah. Nein. Nein. Ja. Okay. Kann ich landen? Da wollte ich jetzt unbedingt nicht landen. Nein, mein anderer Bro. Ich komme da nicht hoch. Oh, nee, das ist doch einfach nur Scheiße. Da ist es halt nicht hoch genug. Ist tot. Was? Ja, ich habe einen zweiten Bruder. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Dieser Boss ist einfach so übelst dämlich. Gibt bestimmt irgendwie eine Lösung für. Ja, aber welche? Ich würde die gerne jetzt langsam mal rausfinden. Oh. Ich kann mich gar nicht so oft nach oben. Warum nicht? Ein bisschen aus wie Ken aus Street Fighter. Das Porträt. Tank Bro. Schaden. Oh, ich bin tot. Ja, komm doch mal runter. Keine Ahnung, was wir machen müssen. Oh. Ja, ich hatte doch gerade noch ein Leben. In der Luft direkt. Es ist so dumm. Warte. Ich glaube, wir müssen noch einen Tag verwenden. Ach, was? Gehen wir hin. Jetzt dahin und box den. Tag, Bro. Ist schön, dass Tank Bro uns hier beistehen will, aber ich bin schon wieder tot. Ja. Das ist so bescheuert. Wir müssen nur einen guten Start haben, dann geht das schon, wie beim letzten Mal. Ja, wovor der nicht sterben wollte. Ja. Und obwohl er schon tot war. Ja,
genau. Ich habe jetzt einen der schlechtesten Bros aller Zeiten bekommen. Nein, ich wollte da runter. Oh. Hör auf zu lachen, Satan, ey. Man merkt, dass ich leicht wütend bin. Das ist noch nicht mal die schwerste Level, die ich in letzter Zeit gespielt habe. Ich habe letztens hier diese geheimen Level von Splatoon 3 gespielt. Da habe ich stundenlang dran gesessen. Also, das kann doch nicht so lange gedauert haben wie das hier. Oh, doch. Oder müssen wir doch den gesamten Körper vernichten? Weiß er nicht. Boah, ich wollte das Leben da holen, ne? Ich einfach den Körper kaputt gemacht. Boah. Ja, irgendwann fällt man halt da runter, ne? Ja, aber was soll man denn machen? Das ist viel zu schwer. Wie hab ich den alleine geschafft, ey? Keine Ahnung. War sehr nice. Ich komm da nicht hoch, richtig! Rein steht fest, ist irgendwann Rage-quittig. Oh. Und ich bin ja eigentlich nicht so ein Typ, der Rage-quittet, aber... Was zum Teufel? Sie einfach nach oben damit schießen wieder. Oh, sehr gut. Warte, aber so gut wie gar kein Schaden. Ich sehe mich noch nicht mal richtig, weil diese blöde Kamera das auch nicht mitmacht. Bitte da hoch. Okay, Ruhe. Dieser Boss macht so keinen Spaß. Also ich muss sagen, Hang, ich fand das Spiel sehr amüsant, bis auf das hier. Ja, aber das hier macht mich gerade echt einfach nur wütend. Mich wieder.
Nein, nein, geh drauf! Nein! Ich sag genau, manchmal mache nur die richtigen Attacken und so. Ich hab irgendwie meine Uhr irgendwie habe ich bei denen eingesetzt. Mitten da drin. Wenn wir das jetzt gleich nicht schaffen, dann würde ich sagen, wir machen morgen weiter. Oha. Aber jetzt mal die ganzen Level nochmal machen, ne? Ja, egal. Ist ja dann nur dieser Level. Alter. Das ist schade. Oh. Ich glaube, du hast den seinen Laser kaputt gemacht. Yeah. Ist der Käfig. Kann nichts sehen, ich sehe einfach nichts. Nein. Nein! No. Nein, 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 nein. Bro. Boah, das gibt's nicht, Mann. Ich will schon fast sagen, wir schaffen es besser hier zu überleben. Ja, aber trotzdem, es ist immer noch scheiße. So, wir hocken jetzt hier schon seit knapp 3 Stunden dran. Gut zerquetscht. Gar nicht, warum ich hier sterbe, ey. Ja, auch nicht. Den Schädel kaputt. Dann macht er seinen Laser nicht mehr laufen. Na, ich hab's geschafft. Aber ich werde jetzt gleich durch seine Füße sterben. Gleich doch. Nicht die Füße. Also ich... Wir haben den Kampf immer ein bisschen besser raus, finde ich. Ja, also wir müssen auf jeden Fall sein Laser ausschalten. Dann müssen wir seine Panzerung platt machen. Oh, what? Oh. Hör mal auf die Füße und dann bin ich auch einfach tot. Oh. Boah. Füße. So, noch zu Hölle. Broly. Oh, ich bin wie Wasser. So, du machst deinen Laser nicht mehr, du Schwanz. Oh, ich war gerade Bruce Lee. Komm her! Komm her! Jetzt machen wir dich kaputt! Oh, ganz langsam. Broly! Ein legendärer Super Saiyajin! So, jetzt sind wir in der Selbstsituation, ja. Ja. Suchen wir mal nach einem Ausweg. Ja, ne, vielleicht müssen wir einfach abhauen, genau.
Nee. Nein. Es gibt keine kommen. Oder müssen wir auch noch die Füße platt machen? Weiß nicht. Also die sind rot am Leuchten manchmal. Ja. Ich sehe mich nicht mehr. Ich bin tot. Oder zwei Leben. Ja, aber ich... Aber weg! Ich traue mich nicht näher ranzugehen. Ich glaube, du musst näher rangehen. Ich habe nur eine kurze Reichweite, Mann. Na, irgendwas müssen wir doch tun. Wenn nicht, dann ist das ein inoffizieller Sieg halt, ne? Ja. Nee. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich sag einfach mal so frei raus, wir haben gewonnen. Ja. Geh mal nach links. Nee, sorry. Okay. Ein bisschen nervig. Ein bisschen? Ja, ein bisschen. Kann. Aber die regenerieren sich ja immer wieder, das ist ein Problem. Ja. Ne. Wird doch niemals zu drehen, nächstes Löwen sein. Nee. Ich sag's freier rausgehen. Ja. Gewonnen. Das ist das Ende des Spiels. Jetzt und ich habe jetzt auch keinen Punkt mehr. Ja. Wir haben den finalen Boss erledigt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Also, und wir haben keine Ahnung, warum das so ist. Aber ihr habt genau gesehen, dass der Balken zweimal schon von weg war. Ja. Und so ist das dann halt, ne? Oh, wow. Ja. Da geht's ganz schön tief runter. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann, Leute. Und ciao. Ja. Yo, ciao, ciao. Boom. Hey, ja, Daniro aus der Zukunft hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen schade, dass das Projekt so enden musste. Mit dem Master und ich mitten im finalen Bosskampf, ohne das Ende zu sehen. Und ja, bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt ein Glitch war oder ob man noch irgendwas anderes machen musste, um den Boss zu erledigen. Aber ich habe mir mal die Freiheit genommen und habe das Ende von meinem Solo-Projekt mal hier dran gehängt, damit ihr wenigstens wisst, wie das Spiel ausgeht, was passiert, nachdem man den finalen Boss erledigt, was passiert im Ending, wie sehen die Credits aus und so. Und ja, das habe ich jetzt mal hier dran geschnitten und ja, ihr könnt euch das dann mal anschauen oder auch nicht. Und ja, damit würde ich dann sagen, das Projekt ist offiziell beendet und abgeschlossen. Der Master und ich haben nicht vor, noch mal den finalen Boss zu versuchen, weil das
man hat gesehen, Master war ein bisschen frustriert am Ende und ja, bringt da jetzt auch nichts dann. Also gut, ja, würde ich mal sagen, ich bedanke mich bei jedem hier, der zugeschaut hat, und ich schalte jetzt rüber zum Daniro aus der Vergangenheit. Viel Spaß mit dem Ending. Bye bye. Mach schon, mach den platt. Mach schon. Sehr gut. Der Satan wurde erledigt. Von Arnold. Ah, schön. Ist das? Und Amerika gewinnt. Es geht immer noch weiter. Okay. Das hier ist das Weiße Haus in Amerika. Zeit für eine Party auf Kosten der Steuerzahler. Okay. Machen wir das. Wird auch nicht Ende sein. Amerika. Einfach ganz dreist nur die Namen so. Was geht, na? Ja, einen High Five geben hier für Start. Freies Gebiet. Ah, die Broforce, sie haben Unmögliches geleistet. Zwar für wenig Geld. Durch euch hat die Welt Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden und viel Zerstörung. Nach allem, was ihr getan habt, bleibt mir nur eine Bitte. High Five, Bro! Präsidentales High Five. Okay. Ich will ein High Five geben. Sind Rutan? Was? Nein, ich habe den Präsidenten erledigt. Rambo, wo ist er? Ja. Ich habe ein Upsi gemacht. Nach wie viele Gegner ich von was erledigt habe? Da null, okay. Hast du gar keine Zahlen? Oh, nee.
Ja, das ist der Kopf von Satan. Selten beklopptes Spiel. Warte, hat die Minigun eine Eier? Okay. Also Gefängnis, na klar. Ja, was hast du einen neuen Präsidenten kaputt? Bist du eigentlich bekloppt? Und sehr laut Musik. Okay. Ja, das müsste jetzt mein Fazit zu diesem Spiel geben. Ja. Gegen Ende habe ich mich ein bisschen aufgeregt, ist klar, weil das Spiel schwieriger war, aber ich war at the Game Jam jetzt da egal. Aber das Spiel hat sehr viel Bock gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das noch ein paar Mal spielen werde. Und noch mehrere Schwierigkeitsgrade und so. Bei mir war das Spiel schon schwer genug. Noch schwieriger sein. Okay. Drücke 4 zum Fortsetzen. Okay. Shock and Awesome World Tour 99. Thanks for playing. Bro Force. Ausgezeichnet.